Die Beachvolleyballerin Carla Borger aus Stuttgart hat schon einmal an Olympischen Spielen teilgenommen. 2016 in Rio de Janeiro erreicht sie mit ihrer Partnerin Britta Büte das Achtelfinale. Mittlerweile spielt Carla Borger mit Julia Sude zusammen. Im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 hat sie versucht, sich einfallsreich zu Hause fit zu halten. An ihrem großen Ziel einer zweiten Olympiateilnahme hat sich durch die Pandemie nichts geändert. Olympische Spiele bleiben Olympische Spiele letzten Endes. Ich freue mich total drauf. Mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Und ich bin jetzt schon sehr hart am Trainieren, eben um dann Juli und August 2021 in Tokio zu stehen. Carla Borger ist 31 Jahre alt. Sie hat schon viel erlebt in ihrer Sportlerkarriere. 2013 wird sie mit Britta Büte Vize-Weltmeisterin. Im Sommer durfte sie in Düsseldorf mit einigen anderen deutschen Teams bei einem von Alex Walkenhorst ins Leben gerufenen Turnier mit ganz besonderen Hygienemaßnahmen ohne Zuschauer, aber viel Online-Präsenz mal wieder Wettkampfluft schnuppern. Auf Olympische Spiele in Japan würde sie sich nicht nur aus sportlicher Sicht sehr freuen. Ich freue mich ganz besonders auf das Land Japan. Wir waren ja selber schon zweimal auch dort und ich mag die Menschen dort, ich mag die Kultur und ich mag auch die Stadt Tokio sehr. Und ich freue mich einerseits eben auf das Land und eben auch wieder Wettkampf zu haben, einfach wirklich auf dem Platz zu stehen, sein Bestes abliefern zu können und vor Publikum oder nicht. Aber im Endeffekt werden so oder so Zuschauer da sein, vielleicht nicht vor Ort, aber zumindest online werden sich das ganz viele anschauen und darauf freue ich mich sehr.